Hallo Leute. Hallo, einen schönen guten Abend. Heute schauen wir uns noch ein zweites Objekt an. Das scheint ein verlassener Bauernhof zu sein. Ein kleiner. Einen Eingang haben wir schon gefunden. Und würde ich sagen, viel Spaß beim Video. So. Heiko geht mal vor, weil der kennt sich ja immer aus. Das ist ja der Navigator. Waschmaschine. Die hat aber, glaube ich, schon länger keine Wäsche mehr gewaschen oder vergessen aufzuhängen. Die ist nämlich noch in der Maschine. Steht ein Herd, ein Kühlschrank. Aber wirklich in der Küche sieht das hier nicht aus. Nö, eher wie so ein Durchgangraum. Ein schönes. Das Deo, ganz wichtig. Heiko hat anscheinend was ganz Leckeres gefunden. Der letzte hatte Durchfall. Okay, das. Einer hat mir gereicht. Telefon ist tot. Eine ganz alte Waage. Eine Schreibmaschine. Holla, die Waldfee. Das sind ziemlich viele. Unterlagen. Ja. Kinderfahrrad mit übergroßen Stützrädern. Ein Rollstuhl. Aber ich glaube, ein elektrischer Rollstuhl mit Straßenzulassung. Blinker, Licht, alles dran. An der Wand Bilder von Skiern. Hier auch. Das heißt keine Bilder, sondern. Oh, die sind ja sehr hübsch hier. Designs. Schauen, ob da noch was drin ist. Nein. Irgendwelche alten Kisten. Gesundheit, Fischerei, WWF-Zeitung von 98. Alter, Aktenkoffer. Ups. Riesendrucker. Paketwaage.
Okay. Ein Wassermonoski. Dann das eine Bandsäge. Die hat aber schon ein paar Tage auf dem Buckel. Denn? Hier. Wo hier? Hinten durchgegangen. So, hier haben wir noch einen passenden Schlitten. Also irgendwas muss ja mit Wintersport und Skiern und Wasserskiern zu tun gehabt haben. Sehr schöner alter Schrank. Ja, das ist jetzt nur noch ein Stapler. Eine Gabel hat er nicht mehr. Nee. Schöne alte Lampe. Nur Schrott. Wer weiß denn, wofür das ist? Topmoderne Computer. Zwei Schreibmaschinen. Wunderschöner Schreibtisch. Und Akten. Alter Monitor. 94, 97, 98. Alle schön fein säuberlich 2000. Ja, viel weiter als bis 2000 ja, geht's nicht. 2003 haben wir da unten. Oh, Gabi. Ja? Brauchen wir noch eine Suppenkelle? Nee. Da liegt eine kleine Handleche. Mal schauen, von da sind wir gerade gekommen. Noch ein Büro? Noch ein Büro. Okay, noch mehr Akten. Kalender. Ich weiß jetzt auch, wie er aussah. Aber das muss ich leider für euch verpixeln. Akten.
Akten über Akten. Und hier gab es anscheinend auch mal einen Hund. Ein Hund. Wieder ein Telefon. Ein alter Schreibtisch. Schreibtisch. Fall genug. Was ist das für ein Gerät? Okay, also hat derjenige auch Urkunden bekommen. Wie ihr seht, alles ziemlich durcheinander hier. Ziemlich viele Akten. Ist natürlich Wahnsinn, dass das einfach alles so liegen bleibt. Du lieber Gott. Noch mehr Akten. Frag mal, was drin ist. Akten. Akten, was sind die wichtigen Akten? Was auch sonst. Das waren die vorgeht. Der kann da erstmal die Treppe testen, ne? Safety first, ne? Oder Heiko geht vor. Das würde heißen, ich kann auch. Oh, ja. Dachboden. Oder so. Was gibt's denn hier? Ist das eine Mikrowelle? Hier gibt's ein Badezimmer. Hör mal. Boah, das muss ja eine der ersten Mikrowellen sein. Das habt ihr noch nicht gesehen. Das ist, glaube ich, so ziemlich das kleinste und ultimativste Badezimmer, was ich bisher gesehen habe. Keine Ahnung, ob das mal hier eine Mini-Mini-Wohnung war. Hier war eine Sitzecke. Ganz viel Styropor, wahrscheinlich zu verpacken von den Skiern. Schlitten. Und natürlich wieder Akten, Akten, Müll, Verpackungsmaterial, da ein bisschen. Das hier sind anscheinend irgendwelche Ersatzteile oder sonst was. Es ist sehr kalt hier oben auf dem Boden. Nochmal Akten. Also hier oben. Ich gehe mal eben hier rein. Mal um die Ecke gucken. Ich glaube, hier ist ein Schlafzimmer. Ja. Seht. Ein Bett. Eine Kommode.
her muss wohl jemand, hier oben muss wohl jemand gewohnt haben. Ja. Weil hier ist Mini-Küche. Hier ist die Küche. Heiko hat die Küche gefunden. Mal gucken, was es da zu sehen gibt. WDR 5 aufgenommen. Merkzettel. Auch nicht schlecht. Noch ein paar Nudeln, ein paar Weingummi. Noch eine Toilette. Boah, mein lieber Gott. Das sind mal Scheinwerfer. Und da sind schon wieder Ski. Snowboard. Obwohl, das sind auch wieder nur irgendwelche Schablonen und Muster. Oh Mann! Wir sind reich! Wir sind reich. Was hast du gefunden? Gold. Eine Kuhglocke. Und schön wieder zurück den kostbaren Schmuck. Ein Nadeldrucker. Und Akten. Bei dem Video könnte man durchaus ein Trinkspiel machen. Immer wenn ich Akten sage, ne, müsst ihr den kurzen heben. Hier haben wir private Fotos. Zeige ich euch jetzt mal nicht. Ja, alles private Bilder. Und wieder ein Büro mit Akten natürlich. Hier nicht rein. Hier nicht rein. Was ist denn da? Komischer Boden. Also, Safety First oder Heiko? Treppentest bestanden. Ich habe Glück, dass Heiko immer den Treppentest macht, ne? Und wenn der dann bestanden hat, dann kann ich auch hinterher. Schauen wir mal, was oben ist. Alles durchwühlt. Begehbarer Kleiderschrank. Ach du Kacke. Das ist mal ein Kleiderschrank. Mein lieber Scholli. Guck dir mal den Kleiderschrank an. Begehbarer Kleiderschrank. Der ist nicht begehbar. Der ist sogar brennbar. Oder brennbar, ja.
Fotos, ja. Ja, Schuhe, Anziehsachen. So viele Klamotten. Noch eine kostbare Goldkette. Andere Leute brauchen Sachen. Und hier liegt alles rum. Ne? Ein großes Zimmer. Und was haben wir hier? Ein Telefon. Wie sieht es mit Akten aus? Akten? Diesmal keine. Ich wollte es nur noch mal sagen, wegen dem Trinkspiel. Damit die Leute nicht vergessen, ne? Ja. Ups, da ist die Straße. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit den Lichtern. Du. So. Husch, husch. Husch, husch. Da ist noch eine Tür. Nee, die ist zu. Bleibt zu. Ja. Türklinke kaputt. Und? Was sagen wir? Die obligatorische Nähmaschine. Wie voll. Damenschuhe. Oder wie? Wieso Hotdog? Wenn ich da drin liege. Ach so. Ja. Hier ist der Schuhschrank. Schuhschrank. Kann man fast so sagen, ja. Dann haben wir hier noch ein Zimmerchen. Und das war auch ein Schlafzimmer. Okay. Oder ein Kinderzimmer. Ja, was ist das denn? Wer kennt denn sowas noch? Schreibt's mal in die Kommentare. Ein vorläufigen Ausweis vom ADAC. Für Herrn von 1965. Nicht schlecht. Ein ganz alter Videorekorder. Ich weiß nicht, ob unsere jungen Zuschauer das überhaupt noch kennen. Die ganz jungen nicht mehr. Natürlich. So Leute, wir machen uns jetzt wieder auf den Weg nach draußen. Es wird nämlich langsam zu dunkel. Und hier fahren tierisch viele Autos vorbei. Und wir haben hier keinen Bock auf Stress. Das war auf jeden Fall das Haus vom Wintersportgerätehersteller oder einen davon. So viel konnten wir rausfinden und scheint wohl schon sehr, sehr lange leer zu stehen. Wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen, abonniert den Kanal, schreibt was in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.